Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Patricia. Ich bin Parfumliebhaberin und Parfumcoach und ich teile hier auf meinem neuen YouTube-Kanal meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, meine Wahrnehmung zu Parfums und zur Parfümeriewelt. Ja, und heute möchte ich fortsetzen mit meinen Düften aus Graz. Ich war einen Monat in Graz, habe dort eine Fortbildung besucht zum Thema Geruchssinn, zum Thema Parfums und habe natürlich viele Parfümerien und die traditionellen Parfummanufakturen besucht. Ich habe im ersten Video, im ersten Teil schon gesprochen über meine Düfte von Fragonard und Molinard. Und heute soll es um das dritte Haus gehen, und zwar Gallimard. Und den Duft, den ich bei Gallimard gekauft habe, und zwar den einzigen 100 Milliliter Flakon Feminissime. Ja, Gallimard ist tatsächlich eines der ältesten Parfümeriehäuser, nicht nur in Graz, sondern in ganz Frankreich. Es wurde, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, 1747 von Jean de Gallimard gegründet. Damals war Graz ja noch eine Leder verarbeitende Stadt, ja, also keine Parfümeriestadt, sondern man hat Leder verarbeitet und Lederprodukte produziert und offenbar ist die Lederproduktion relativ geruchsintensiv, also ich glaube, sie riecht nicht sehr gut, so habe ich das verstanden und deswegen kam Jean de Gallimard auf die Idee, Lederhandschuhe, also insbesondere Lederhandschuhe, zu parfümieren. Graz, also die Region von Graz, ist ja auch bekannt für das gute Klima oder die guten Klimabedingungen für insbesondere Duftblumen. Und es wachsen dort ja, also die Rose Centifolia, es wächst Jasmin, es wächst Tuberose dort. Und dieser Jean de Gallimard hatte offenbar die Idee, diese Blüten zu destillieren und damit die Lederhandschuhe zu parfümieren. Und kam so weit, dass er sogar den Hof des Königs, damals Ludwig dem 15., belieferte und dadurch wurde er bekannt. Er war, also damals waren das einfach Händler, ich weiß nicht, ob fahrende Händler, aber auf jeden Fall gab es damals jetzt noch keine Boutique von Gallimard, so wie heute. Das heutige Gallimard, die Fabrik, die Destillation, die Marke Gallimard, die Parfummarke Gallimard, die wurde, ich glaube, in den 1950er Jahren von Joseph Roux, also R-O-U-X, also Joseph Roux gegründet, einem Chemiker, dessen Vater übrigens Blumen angebaut hat in Graz. Das heißt, er ist in den Blumenfeldern aufgewachsen. Und dieser Chemiker Joseph Roux hat eine Destillerie, glaube ich, so heißt das, gegründet und auch dann relativ schnell danach eine Parfümerie. Und die Parfümerie, wo ich war, die Boutique, in der ich diesen Duft gekauft habe, die ist seit 1965 an dem Ort, wo sie jetzt ist, in dieser, ich sage mal, Hauptstraße, Prachtstraße von Graz. Wie heißt das? Die Hauptstraße von Graz, Cour Honoré Crespe oder so.
In diesem Gebäude ist auch das Palais de Congrès. Bei uns würde man vielleicht sagen Kongresszentrum, und das Casino. Und dort ist auch Gallimard, relativ klein, gar nicht so groß, aber das Besondere an diesem Haus und an dieser Boutique ist der Ausblick. Ja? Grasse liegt ja nur 17 Kilometer von, nördlich von Cannes und 30 Kilometer von Nizza, das heißt, Nizza ist. Und das heißt, man hat von da oben wirklich einen schönen Ausblick auf das Mittelmeer, ja, auf die Côte d'Azur. Und das ist die Boutique von Gallimard. Und Gallimard ist ein Familienunternehmen, das ist heute noch in der Hand von der Familie Roux. Und also der Sohn von dem Joseph, von dem Roux, dem Gründer, ist heute auch noch aktiv, und er war der Erste, der die alte Fabrik zu einem Museum gemacht hat, also eine Museumsfabrik oder Fabriksmuseum. Jetzt gibt es das ja auch bei Fragonard, und also schon länger, aber Fragonard sind dann erst später gekommen und auch Morinard kam erst später. Und Gallimard waren auch die ersten, die Workshops angeboten haben, wo man seinen eigenen Duft kreieren kann innerhalb von 2 Stunden, ein Eau de Cologne. Ja, so viel zu Gallimard. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum habe ich von diesem Duft 100 Milliliter gekauft? Ja, weil es wirklich die einzigen 100 Milliliter sind. Alle anderen Düfte, ich habe viele Düfte in Grasse gekauft, aber halt kleinere Größen. Ja, also das größte war Rennes de Coeur mit 50 Milliliter, aber sonst kleinere Größen, weil ich ja sehr, sehr viel teste, sehr, sehr viel ausprobiere und gar nicht so viel Gelegenheit habe, mich da jetzt täglich von Kopf bis Fuß mit meinem Duft zu besprühen. Ja? Und warum ich mich das gefragt habe, ist, weil das ein Duft ist. Feminissime ist kein Duft. Sagen wir es eben so. Feminissime ist kein Duft, wo man jetzt da, den man riecht und wo man sagt, oh, wow, einzigartig, ich habe noch nie so etwas gerochen, es ist umwerfend, es ist ein hoher Wiedererkennungswert, es ist, hat so etwas noch nie auf dieser Welt gegeben. Nein. Du hast wahrscheinlich das Gefühl, wenn du diesen Duft riechst, du hast ihn schon mal gerochen. Ja, aber, und wenn man so im Internet, ich sprühe ihn mir jetzt auch, ich trage ihn natürlich schon auf dieser Haut, auf dieser Seite, lasse ich ihn auch, weil das natürlich dann auch die Basisnote verstärkt. Und dieser Duft wird, also ich meine, Gallimard-Düfte werden jetzt nicht so viel besprochen im Internet, weil man Gallimard-Düfte nur, also bei Gallimard kaufen kann, entweder in den Boutiquen oder online, im Online-Shop. Das heißt, sie sind nicht in jeder Parfümerie zu finden. Das heißt, sie sind nicht an jeder Ecke zu riechen. Trotz allem, wenn über diesen Duft gesprochen wird, werden immer andere Düfte als Vergleich herangezogen. Ach, das riecht so, ach, das erinnert mich an das, ach, das ist ein Kind von diesen beiden Düften und so weiter und so fort. Ja, also ich sage es jetzt, viele sagen, das ist ein Kind von einer Mischung zwischen La Vie est Belle. La Vie est Belle wird offenbar sehr gerne als Vergleich hergezogen. Und Flower Bomb von Victor und Rolf.
Manche riechen darin Coco Mademoiselle von Chanel. Ich habe das jetzt, okay, ich habe es jetzt erwähnt, ich vergleiche das nicht und ich kann es damit nicht vergleichen, weil es nämlich einzigartig ist. Und zwar fangen wir mal von vorne an. Es ist, Feminissim ist wie alle meine Lieblingsdüfte, meine Geschmacksrichtung ist, sind moderne Chypre-Düfte, das heißt immer ein bisschen fruchtig, ein bisschen blumig und immer irgendwie ein Holz oder ein Balsam in der Basis. Das ist so meine Richtung und auch dieser Duft entspricht dieser Richtung. Ja? Das heißt, am Anfang ein bisschen Frucht und ich weiß eben, es kommt dann, das ist nicht so lange, die Kopfnote hält nicht so lange, dann kommt die Herznote, das ist in diesem Fall Jasmin und Iris sehr stark, das sind sehr weibliche Düfte, weibliche Duftnoten, insbesondere die Iris, die auch eine gewisse Pudrigkeit gibt und die Jasmin. Und das macht den Duft schon mal sehr weiblich. Ja? Also für mich ist dieser Duft schon ein Damenduft. Ja? Ich sehe darin auf jeden Fall eine Frau. Und dadurch hat man sofort die Assoziation, das ist eine sehr gepflegte Frau. Ja? Also man hat sofort die Assoziation, oh, das ist eine wohlhabende, da ist ein bisschen Geld dahinter, es ist eine wohlhabende Frau, es ist eine sehr gepflegte Frau, es ist eine elegante Frau, also es ist eine erwachsene Frau, aber sehr, sehr sanft. Es ist alles sehr, sehr sanft. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe es nicht probiert, aber ich habe den Eindruck, wenn ich mich in diesem Duft baden würde, es wäre nicht zu stark. Weil er einfach gefällig ist, weil er sehr sanft ist, sehr zärtlich und trotzdem, und dann kommen wir zur Basis, was letztendlich bleibt und was den Duft wirklich charakterisiert, ist tatsächlich Patchouli gemischt mit Tonkabohne. Es ist auch ein bisschen Moschus dann in der Basis, riecht man jetzt nicht so deutlich, also zumindest ich nicht, aber Moschus gibt immer auch so ein bisschen eine Gepflegtheit, ja, so ein bisschen was von sauber, aber nicht jetzt bitte mit keinem Waschmittel sauber, nein. Einfach gepflegt. Und wenn ich jetzt eben die Seite rieche, die jetzt schon 3-4 Stunden mindestens auf meiner Haut ist, da rieche ich jetzt wirklich Patchouli, aber keine Angst, also kein schmutziges Patchouli, also nicht mit der bloßen Hand in die Erde gegriffen. Aber, also es ist ein sehr, sehr feines Patchouli, aber doch mit beiden Beinen fest auf der Erde stehend. Ja? Deshalb die Assoziation eine erwachsene Frau und eine Frau, die mit Geld umgehen kann. Deshalb auch die Assoziation vielleicht sogar eine Businessfrau, aber alles sehr hell, weiß, beige, Karamell, Kaschmirpullover, sehr sanft, dezent und trotzdem nochmal mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ganz im Hintergrund, ganz weit, ganz im Hintergrund rieche ich ein bisschen Leder, ein helles Leder, ein beiges Leder, vielleicht eine schöne Couch, eine schöne Ledercouch. Vielleicht ein schönes Auto,
mit einer Ledergarnitur, vielleicht ein Sattel, ein Reitsattel, vielleicht eine Reiterin ab und zu in der Freizeit, also nicht beim Ausmisten. Ja, also und letztendlich hat man das Gefühl, es ist ein sehr körpernaher Duft. Es gibt ja den Begriff körpernah, wenn ein Duft nicht weiter als ein Meter reicht, also wenn man ihn nicht weiter von einer größeren Entfernung als ein Meter riechen kann, sondern körpernah heißt, er wird von der Trägerin gerochen oder von Menschen, die der Trägerin nahe kommen. Und er gibt einen körpernahen Eindruck, weil er so fein ist, ja. Er ist aber gar nicht so körpernah. Ich habe das festgestellt, ich wurde auch schon angesprochen auf den Duft. Er wird gerochen. Er wird gerochen. Und es wird auch, man riecht es, dass da ein gewisser Wohlstand dahinter ist. Also ich möchte sagen, der Duft riecht teurer, als er ist. Ich habe für diesen 100 Milliliter Flakon Eau de Parfum 49 oder 48 Euro sogar, 48 Euro gezahlt. Das sind Fabrikspreise, ja. Die Gallimard-Düfte bekommt man auch nur bei Gallimard, glaube ich, habe ich schon gesagt. Und ich muss aber auch dazu sagen, Gallimard hat dieses Jahr eine neue Duftlinie herausgebracht, die Collection Privée. Und die bewegt sich dann schon in einer anderen Preisklasse. Aber dieser Duft, bitte, 100 Milliliter Eau de Parfum, 48 Euro. Und so riecht er nicht. Der Duft riecht teurer, als er ist. Und das macht das aber aus. Es ist kein Duft, der auffällt. Es ist kein Duft, der protzt. Es ist kein Duft, der es nötig hat, gesehen bzw. gerochen zu werden. Es ist ein Duft, der einfach da ist, präsent ist und das macht, was die Trägerin sich wünscht. Und zwar sie zu begleiten, sie zu pflegen, sie zärtlich ein bisschen zu liebkosen, möchte ich vielleicht fast sagen. Und sie einfach auch durch den Alltag begleiten. Also Feminisim ist für mich ein klassischer Tagesduft, aber völlig zeitlos, also jahreszeitlos. Der passt in jede Jahreszeit, wirklich in jede Jahreszeit. Also für mich in jede Jahreszeit. Also, was kann ich sagen? Für mich ist dieser Duft gepflegtes Understatement. Und damit sind wir wieder mal in der Region rund um Nice, rund um Cannes, rund um Grasse. Er passt sowohl in die Region, er passt auch in diesem Flakon übrigens, dass dieses Design hat jeder klassische Damenduft, also von der traditionellen Linie von Gallimard. Und witzigerweise, also jeder Duft schaut so aus. Witzigerweise passt das aber genau zu dem Duft Feminissim. Rosé, weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera, Rosé, ein bisschen Gold, transparente Flasche. Übrigens schön mit diesem Gallimard-Schriftzug im Glas. Und genauso ist der Duft. Er weiß einfach, wer er ist, was er ist. Er begleitet die Trägerin. Und auf die Frage natürlich, warum
Warum spreche ich über diesen Duft? Was ist so besonders an diesem Duft? Manche sagen vielleicht sogar, das ist ja ein Allerweltsduft. Für mich ist es das genau nicht. Und die Botschaft, die mir dieser Duft vermittelt, ist tatsächlich die: Akzeptiere, dass du nichts Besonderes bist. Und dadurch wirst du besonders. Und genau das ist es. Man glaubt, man hat so eine Art von Duft schon x-mal gerochen. Er ist gefällig, er ist körpernah, so glaubt man. Er ist weiblich und sanft, lieb. Na, lieb ist das falsche Wort. Aber man glaubt, ja, nichts Besonderes. Und doch ist er besonders. Denn diese Mischung aus, allein schon die Mischung, wenn man sich vorstellt, aus Jasmin, Iris und Patchouli, ist eine Offenbarung, möchte ich fast sagen. Also für mich ist dieser Duft perfekt. Ein perfekter Tagesduft, ja. Perfekt zum Arbeiten, perfekt, um ins Restaurant zu gehen, perfekt, um auf der Terrasse zu sitzen, perfekt, um Kleider einkaufen zu gehen, perfekt, um shoppen zu gehen. Perfekt für eine Jeans, perfekt für ein Kleid, einfach nur perfekt. Einfach nur ein Duft, der tut, was er tun soll. Und damit belasse ich es einfach, ja? Der Duft ist sensationell in seiner klaren Sanftheit. Und die Parfümeurin dahinter, also der Duft ist 2016, glaube ich, rausgekommen, die Parfümeurin dahinter, jetzt habe ich den Namen, glaube ich, vergessen, Caroline de Beny, das werde ich nachreichen, ist noch nicht so alt, ja, und ich muss wirklich sagen, Chapeau für diesen Duft und danke für diesen Duft, liebe Caroline und liebes Parfumhaus Gallimard, ja. Ich bin auch gespannt, also diese Collection Privé, es hat damals, wie ich in Grasse war, noch keine Discovery Boxes gegeben, also keine Probensets, aber es gibt jetzt welche zu bestellen online und das werde ich tun. Ich habe die Düfte nur gerochen. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist also die Collection Privé, die neue Collection ist eine ganz andere, ganz neue, moderne Linie, eine Unisex-Linie, also die klassischen Gallimard-Düfte sind ja entweder für Damen oder für Herren. Und die neue Collection Privé ist eine Unisex-Linie rund um die Duftnote Oud, rund um das Adlerholz, immer mit einer anderen Duftnote kombiniert. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist Oud Vanille, ja, also Vanille und Oud. Und aber es gibt noch andere, aber die möchte ich noch mal testen. Richtig mit Proben. Und bei der Collection Privé, da sind wir dann in einer anderen Preisklasse. Also dieser Duft, habe ich ja gesagt, Eau de Parfum, 48 Euro. Es gibt auch Eau de Toilette und es gibt auch Parfum. Aber bei der Collection Privé von Gallimard sind wir dann schon bei 200 Euro. Und es sind aber trotzdem noch Fabrikspreise, ja.
Also, langer Rede, kurzer Sinn. Feminisim, wenn du Feminisim probiert hast, wenn du Feminisim kennst, wenn du Feminisim tragst, so wie ich, hinterlasse mir ein Feedback, sag mir, wie es dir damit geht, was ist Feminisim für dich? Kannst du mit diesem Satz vielleicht was anfangen, wenn ich sage, akzeptiere, dass du nichts Besonderes bist und darin liegt deine Besonderheit? Das ist für mich Feminisim. Und natürlich ist dieser Name auch für mich sehr passend, weil es so eine Mischung ist aus Feminität und Feminismus. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass ich genau zu diesem Duft gegriffen habe, weil es meine Geschichte ein bisschen widerspiegelt. Und ja, also wenn du Erfahrung hast, wenn du den Duft kennst, hinterlasse mir gerne eine Nachricht, einen Kommentar, schreib mir deine Erfahrungen damit. Und oder wenn du in Grasse warst, ja, was hältst du in Grasse, was hältst du von Grasse, was hat dir dort gefallen? Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Schöne, alles Reiche und bis zum nächsten Mal. Ciao.